Es war eine ganz schöne Übung, liebe Schwestern und Brüder, dass wir im alten Gotteslob irgendwann einmal, ich weiß gar nicht, ob wir das bei unseren Exemplaren gemacht haben, ganz kleine Papierstücke zugeschickt bekamen, wo alle Brüder ersetzt wurden durch die Brüder und Schwestern oder die Schwestern und Brüder. Diese Übung hat durchaus etwas für sich, denn sie ruft uns die familiale Struktur der Kirche in Erinnerung. Dass Jesus keine Büros gegründet hat oder irgendwelche Organisationsformen, sondern die Familie Gottes zusammenrufen wollte. Und das nicht nur als ein Begriff. Man kann das heute in manchen Diskussionen innerkirchlich hören. Wir sollten doch dieses Geschwätz, auch in einem neuen Buch steht das von schrecklich, wenn man die Leute mit Schwestern und Brüdern anspricht oder Brüder und Schwestern. Das ist ja irgendwie furchtbar. Man würde die Leute überfahren, man würde sie irgendwie vereinnahmen. Mit Verlaub gesagt, das ist Unsinn. Wenn wir das innerhalb der Kirche nicht mehr sagen können, sind wir am Ende. Aber was bedeutet das? Es ist ja nicht genug, es zu sagen. Jesus ruft uns heute mit diesem etwas befremdlichen Wort des Evangeliums in Erinnerung, wie diese familiale Struktur der Kirche funktioniert. Also wie man seine Mutter wird, wie man sein Bruder wird und wie man seine Schwester ist. Meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Das heißt, damit das nicht eine politisch korrekte Geschichte wird mit den Brüdern und Schwestern und dann alle zufrieden sind, auch im Sinn der Gleichberechtigung, das ist ja alles ganz nett. Das ist aber viel zu wenig. Das können wir im politischen Geschäft auch haben. Das braucht wirklich keiner in der Kirche. Was wir brauchen in der Kirche, liebe Schwestern und Brüder, ist zuallererst eine Beziehung zu Christus, der diese neue Familie überhaupt erst möglich macht. Denn diese familialen Beziehungen, ihm Mutter, Schwester, Bruder zu sein, nicht Vater, da gibt es nur einen, nämlich den im Himmel. Aber ihm Mutter, Schwester, Bruder zu sein, hängt von ihm ab. Das heißt, bevor wir uns Gedanken darüber machen, wie wir untereinander verbunden sind, müssen wir uns zunächst bemühen, mit ihm verbunden zu sein. Und wenn wir wirklich mit ihm verbunden sind, das heißt, wenn wir sein Wort tun, wenn wir es hören und nach seinem Wort handeln, dann erreichen wir jene Beziehung zu ihm, die das Untereinander überhaupt erst möglich macht. Das Hören und Tun auf das Wort Christi, auf kein anderes Wort, auf sein Wort, das ist die Gründung der neuen Familie Gottes.